Zwicky? Altes Haus! Komm doch mal rüber! Mensch, Alter! Was machst du denn hier? Warte, ich komm rüber! Also. Na, hier. Komm, setz dich. Der feine Herr Lutz von Oppenstedt. Das ist ja ein Ding. Zum Anfang, was mit dir so? Was machst du so, sag mal? Viel Zeit. Hab ja eh nichts gelernt. Das tut mir leid. Es geht eben nichts über eine gute Schulausbildung. Ich zum Beispiel, ich habe ja in Fußball studiert und promoviert. Meine Doktorarbeit lautete Kaffee Latte im Abseits und mit Milch in die Verlängerung. Was soll ich sagen? Es hat ja auch funktioniert. Mein Auto. Mein Haus. Meine Yacht. Du arme Sau. Ja und? Bei dir? Hast du es mal mit Flaschenpfand versucht? Bei dem, was du gesoffen hast, hättest du Vermögen verdienen können. Waren ja nur Whiskyflaschen. Ist ja eh kein Pfand drauf. Hättest du es nicht mit Kindergeld versuchen können? Zu anstrengend. Du warst doch immer der größte Stecher von uns allen. Und mit 20 bis 30 Kindern, da kann man sich ja auch ganz gut was zur Seite legen. Wie ein Biber baut so ein Haus ja auch mit dem Schwanz. Hättest du in der Schule mal irgendwas selbst gemacht, dann könntest du jetzt wenigstens was, statt dem Staat auf der Tasche zu legen. Aber du, du kannst ja nicht mal schreiben. Darum habe ich auch Kreuze gemacht. Haben mir auch was gebracht. Haus, Auto, Yacht. Kennst du eigentlich noch Rosi? Rosi? Klar. Die große Liebe meines Lebens. Wir haben geheiratet. Erst habe ich sie ausgebildet, dann habe ich sie ordentlich durchpromoviert und dann haben wir zusammen Doktor studiert. Aber das Beste war der Lottogewinn. Weil Kreuze machen kann ich ja. Heute sitzen wir nur noch, gucken Fußball, saufen Kaffeelatte, bis wir dafür Flaschenpfand kriegen. Also mach's gut, Luzifon. Wir sehen uns. Du auch.